Ja, servus, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Kingdom Come Deliverance. Hier ist wie immer euer André und ja, willkommen bei dieser wundervollen mittelalterlichen Geschichte. Lasst uns weitermachen. Wir haben in dem letzten Video hatten wir das Schwert mit unserem Vater hier geschmiedet. Ich kann noch sehen, hier ist es noch, weiß nicht, nee, das ist es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich schon reinstecken habe. Aber jetzt kam diese junge Frau hier vorbei, der werden wir jetzt erstmal reden. Wenn ich mit dir reden darf. Anscheinend doch nicht. Okay. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Noch nicht. Ich arbeite daran. Und wie lange dauert das noch? Leg einen Zahn zu. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen. Willst du, dass ich vor Herrn Ratzig wie ein Tölpel dastehe? Nein, Vater. Ich bin bald zurück. Okay, das ist natürlich sehr traurig. Lass uns mal kurz gucken. Anscheinend hat er das mit dem Schwert gar nicht gespeichert. Tatsächlich. Aber sie ist trotzdem schon hier, komischerweise. Das ist ja Wahnsinn. Ist ja jetzt schon doof, obwohl ich eigentlich, als ich jetzt Schluss gemacht habe, das gespeichert hatte. So, am 21.02. war das letzte Mal. Und wir haben eine Stunde Spielzeit. Ja, das ist natürlich sehr schade. Okay. Haben wir hier drin. Dann lass uns mal kurz schauen. Ich muss jetzt noch mal schnell gucken. Holt die Nägel von... Ah, okay, alles klar. Ne, doch, das Schwert haben wir gemacht. Ach, wir sind noch nicht fertig mit dem Schwert. Okay, na, dann ist ja doch alles gut. Warte mal, wo befinde ich? Achso, ich befinde mich gerade hier und jetzt gehen wir zu Theresa und holen die Nägel. Gut. Ah ja, okay. Ich muss jetzt mal kurz mal gucken, wo die sind. Sind die bei uns im Haus? Hier in der Kiste, war? Ja, da, Nägel für Theresa. Okay. Oh, Mutter. Bitte. Heinrich, geht's dir gut? Ah, hier sind deine Nägel. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen.
Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen, wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich, kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott, da hätte ich jetzt richtig doll Angst. Oh Gott. Das sind Jahrhunderte. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Gott sei Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen. Das Tor.
Gott, wie traurig. Oh Gott, wie traurig, oder? Wie hart, Alter. Sei kein Narr, Heinrich! Komm zu uns! Schnell! Es gibt nichts, was du noch für dich tun kannst! Mach schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Und reite nach Teilberg. Sag ihnen, was kommt. Du musst sie warnen. Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang. Spring von der Mauer und verschwinde von hier. Oh Mann, das Mittelalter war damals richtig hart. Das war böse. Ich bin mal gespannt, warum jetzt dieses Dorf angegriffen wurde. Welchen Grund? Das war eigentlich... hatte völlig, überhaupt gar keine... wie sagt man so? Konnte sich nicht wehren, ja? Völlig irre. So, Quest begonnen auf der Flucht. Besorgt dir ein Pferd. Reite nach Thalenberg. Rennen kann ich gar nicht mit dem Kollegen hier. So, da unten sehe ich da Pferde? Oder sehe ich da schon mal einen Anhänger? Leider keine. Da sind Pferde. Ich würde mal hier ein bisschen versuchen, mal runter zu rutschen. Wie komme ich hier rüber? Wie gesagt, ich soll über den Zaun springen. Oha, ich bin tot. Ach, hier sind... Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Dass sie mir hinterher rennen. Oh, scheiße. Gut, da kann ich nichts gegen machen. Dann, ich kann ja... Ich hatte doch eigentlich ein Schwert in der Hand, oder? Schwert in der Hand? Okay, ich bin Game Over, mein Lieben. Gut, dann werden wir Game Over sein und beim nächsten Mal weiterspielen. War auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst mal ein Like fürs Video da. Ja, und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann immer ran hier, rauf auf den Button drücken und nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, euer André und ciao, ciao.